Ich muss mit dir reden. Laura, wenn jetzt jemand reinkommt. Ich habe einen Job gefunden. Und die große Liebe. Was gibt's denn? Schau dir das mal ganz genau an. Er liebt dich? Er liebt dich nicht. Der Arbeitsnachweis von Laura Mahler. Genau. Was ist damit? Laura Mahler. Wenn sie überhaupt so heißt. Was willst du damit sagen? Dieser Arbeitsnachweis ist eindeutig gefälscht. Die junge Dame ist eine Betrügerin. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Hab ich doch gesagt, er liebt mich. Psst, sag mal, hörst du das auch? Was denn? Hochzeitsglocken, ganz deutlich. Ach Mann, du musst immer so übertreiben. Gar nicht. Alexander und du, ihr seid füreinander bestimmt. Das spüre ich. Hier drin. Ich kann das nicht glauben, Robert. Schau genau hin. Die Kleine hat das Zeugnis gefälscht. Ich verstehe das nicht. Das Datum. Guck mal auf das Datum. Das hat sie vergessen wegzuändern. Und? Sag mal, Alexander, hast du Tomaten auf den Augen? Mensch, schau dir das Datum an. Diese Laura Mahler hat das Zeugnis selber zusammengebastelt. Und zwar erst gestern. Du hast sie doch nicht schon eingestellt, oder? Doch, hab ich. Nein. Ich glaube, du hast recht. Als wir wandern waren, das hat sich angefühlt, als wenn wir uns schon so lange kennen. Ja, sag ich, Träger zusammen. Und jetzt? Jetzt will er auch noch, dass du bei ihm im Hotel arbeiten willst. Ja, in der Küche. Jetzt mach mal halblang. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Was denn? Pass auf, wenn jetzt noch mal das Gleiche rauskommt, dann hast du keine Ausrede mehr. Du spinnst. Alexander liebt Laura. Das muss eine andere Erklärung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas macht. So? Kennst du die Kleine etwa besser? Nein, ich kenne sie überhaupt nicht. Sag mal, du hast doch nicht was mit der Kleinen, oder? Ach, natürlich nicht. Was redest du da für ein Mist? Volltreffer, ich hab recht. Ich verbitte mir diese Unterstellung. Ich glaub dir nicht. Alexander liebt Laura. Er liebt sie nicht. Alexander liebt Laura und will sie heiraten. Ja, wenn du das sagst. Ey, ich bin nur die Stimme des Schicksals. Weißt du was, du solltest das beruflich machen. Meine kleine Wahrsagerin. Okay. Schluss jetzt, ich will nichts mehr davon hören. Und ich will keine Küchenhilfe mit gefälschten Arbeitspapieren. Ja, Küchenhilfe, richtig. Sie soll ja als Küchenhilfe anfangen und nicht als Schatzmeister. Alexander. Dieses Hotel ist wie eine kleine Familie. In diesem Betrieb müssen wir uns vertrauen können, und zwar alle. Sonst sind wir aufgeschmissen. Du jammerst doch die ganze Zeit herum, dass du eine Küchenhilfe willst. Jetzt hast du eine. Laura Mahler, Ende der Diskussion. Moment mal. Willst du sie oder willst du sie nicht? Wenn nicht, bekommst du nämlich gar keine. Du kommst gerade richtig. Auch einen Tee? Gerne, Liebling. Gut, dass wir einen Moment Zeit haben. Ja. Nur noch 2 Tage bis zur Verlobung von Alexander und es gibt noch so vieles vorzubereiten. Es wird schon, Liebes. Ich bin ganz aufgeregt. Dieser Tag muss unvergesslich werden. Eine Verlobung ist zu wichtig. Es ist eine Zeit der Prüfungen, der Hoffnungen. Es wird ein perfektes Fest. Und ein perfektes Paar.
Ich bin so froh, dass Alexander endlich ernst macht. Katharina ist einfach eine wunderbare Frau. Deren Mutter eine florierende Hotelgruppe besitzt. Was natürlich angesichts der Liebe zwischen Alexander und Katharina völlig zweitrangig ist. Natürlich. Trotzdem. Schaden tut es nicht. Geld liebt Geld. Werner, du bist unverbesserlich. Ja? Oh, störe ich? Wenn es ums Geschäft geht, ja. Tatsächlich hätte ich ein paar Fragen. Macht nur. Ich habe sowieso noch einiges zu tun mit dieser Verlobung. Er gehört ganz dir. Mhm. Schlechte Laune? Hör zu, wenn es um deinen PR-Job geht, okay. Aber bitte keine Vorschläge, wie wir das Hotel zu führen haben. Keine Sorge. Es ist Alexanders Sache und das macht er auch gut so. Hervorragend sogar. Daran soll sich auch gar nichts ändern. Und noch etwas. Diese Verlobungsfeier ist unsere Visitenkarte. Katharina und ihre Mutter Inge Klinker-Emden müssen von unserer Organisation begeistert sein. Also, was willst du? Ein Tee vielleicht? Cora, du weißt sehr gut, wie gerne ich das Hotel erweitern würde. Aber die Entscheidung ist gefallen. Darüber müssen wir nicht mehr reden. Ja, natürlich. Ich weiß. Danke. Aber trotzdem ergibt sich vielleicht jetzt doch noch eine Chance. Ich wusste es. Du kannst nicht einfach einen Tee trinken. Du doch auch nicht, oder? Also? Ich weiß, wie wir das Hotel doch noch vergrößern können. Und zwar ohne Ärger und ohne böses Blut. Moment. Wo bleibt denn das Lammkarree? Vergiss doch das Grünzeug, der Hauptgang ist wichtiger. Hier fehlt doch Oregano. Da sind Sie ja endlich. Chef, wir müssen reden. So, was gibt's denn? Bekomme ich jetzt endlich neue Küchenhilfe oder nicht? Es fehlen noch zwei Lammkarrees. So geht das nicht weiter. Wir brauchen hier jemanden, der sich auskennt und der zupacken kann. Hallo. Ich soll mich hier melden. Ja. Laura Mahler, ich bin die neue Küchen. Na los, erklären Sie ihr, was sie zu tun hat. Ja, haben Sie schon mal in der Küche gearbeitet? Ja, in so einer großen nicht, aber ich lerne sehr schnell. Ja, aber so eine harte Arbeit, Schätzchen. Ich gebe alles. Also, bitte. Dann fangen wir mit dem Gemüse an, aber ein bisschen schnell. Wir müssen den Salat rausgeben. Ein bisschen Beeilung. Ich fasse zusammen. Die Saalfelds fusionieren mit der Klinker-Emden-Hotelgruppe. Folge? Der zukünftige Konzern könnte in die Erweiterung des Hotels investieren. Wir können endlich ausbauen. Wir kämen noch mehr zahlungskräftige Kundschaft. Und du deinen Golfplatz. Ich glaube ja nicht, dass das nicht auch mein Gedanke war, als Alexander uns von der Verlobung mit Katharina erzählte. Aber da gibt's einen Haken. Wir wären immer nur der Juniorpartner und hätten nichts zu sagen. Irrtum, mein Lieber. Rate mal, wer gerade ein Anwesen in Südafrika erworben hat. Ja, wer? Alexanders zukünftige Schwiegermutter. Die Chefin der Klinker-Emden-Hotelgruppe. Inge? Mhm. Wirklich? Offenbar will sie sich zur Ruhe setzen. Und zwar schon sehr bald. Du bist verdammt gerissen, meine Schöne. Ich bin nur pragmatisch. Inge hat ein Problem. Was soll aus dem Unternehmen werden? Ihre Kinder, Katharina und Maxim, sind weder interessiert noch geeignet, um so eine Kette zu führen. Im Gegensatz zu meinem Sohn Alexander. Mhm. Am Ende würde er nicht nur dieses Hotel, sondern den ganzen Konzern leiten. Und zwar mit allen Befugnissen und allen finanziellen Kompetenzen. Ich sollte mit meiner Familie über die Fusion reden. Eigentlich wärst du als Familienoberhaupt ganz oben an der Spitze. Du hättest es sagen. Du brauchst mir nicht Honig um den Bart zu schmieren. Ich weiß auch so, was ich zu tun habe.
Laura. Ja, ist gut. Ich sag Bescheid, Alexander. Ja. Na, jetzt gib doch mal her, so wird das doch nix. Ich hab wirklich wie verrückt gekratzt, aber das Zeug geht echt nicht ab. Das ist keine Frage der Kraft, sondern der Technik. Nicht hier, hier. Ach so, gibt's da so spezielle Topfkratztechniken, ja? Na, die müssen Sie mir schon zeigen. Sehr witzig, aber ich bin hier nicht als Lehrerin unterwegs. Ab, mach, dass du zum Chef kommst. Robert Saalfeld? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Alexander Saalfeld. Ach so. Komm sofort. Was gibt's denn so Wichtiges? Wegen heute Abend. Ich wollte dich fragen, ob wir nicht was unternehmen wollen. Mhm. Hast du eine Idee? Ich dachte, wir machen eine Spritztour nach München. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich dazu Lust habe. Auf der Leopoldstraße sollen neue Japaner aufgemacht haben. Ich mag aber kein Sushi. Danach könnten wir ein bisschen spazieren gehen. Spazieren? Warum bleiben wir nicht daheim? Aber wir bleiben fast immer da. Wir könnten es uns ein bisschen gemütlich machen. Dann Plan B. Wie wär's mit Kino? Kino. Schon wieder Autofahren. Abgesehen davon weiß ich nicht, ob ich Zeit dazu habe. Du weißt, wann ich aus der Küche komme. Die Ausrede gilt nicht. Die letzte Vorstellung fängt um 22.15 Uhr an. Ich weiß nicht. Oh, bitte, Robert. Ich war lange nicht mehr mit dir im Kino. Außerdem wollte ich mich mal wieder richtig schick für dich machen. Schick? Hm? Na gut, du hast gewonnen. Robert, du bist ein Schatz. Wir müssen reden, Chef. Was gibt's denn? Diese Küchenhilfe, die Sie mir da geschickt haben, diese Laura Mahler, die taugt überhaupt nichts. Habe ich mir doch gedacht. Die packt das nicht, und wenn sie sich noch so sehr anstrengt. Sie wollten unbedingt eine Küchenhilfe haben. Jetzt haben Sie eine. Und schauen Sie bitte, wie Sie mit ihr klarkommen. Na, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Was ist denn los mit dir, Mama? Jetzt halt du dich da raus. Wenn es die Laura ist, die ich kennengelernt habe, ich finde, die ist völlig in Ordnung. Gib ihr doch erstmal eine Chance. Ich habe keine Zeit, hier noch jemanden anzulernen. Und Sie wissen ganz genau, wie stressig das hier immer ist. Eben, bei dem Durcheinander hier ist es doch kein Wunder, wenn sie am Anfang noch Fehler macht. Ja. Ja, bitte. Hallo, Alexander. Du wolltest mich sprechen? Ist was? Kannst du mir das hier erklären? Schau mich nicht so an, du hast mir ein gefälschtes Zeugnis vorgelegt. Tut mir leid. Ja? Das alles? Ich weiß, dafür gibt's keine Entschuldigung. Ja, allerdings. Ich wollte in deiner Nähe sein. Und ich brauche diesen Job. Mit gefälschten Papieren. Ich bin maßlos enttäuscht von dir. Ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Den Job kannst du meinetwegen behalten. Vielen Dank. Als Küchenhilfe wirst du ja nicht allzu viel falsch machen, oder? Warum redest denn du so mit mir? Wenn ich gewusst hätte, dass du eine Betrügerin bist, hätte ich dir nie vertraut. Betrügerin? Wer weiß, was du mir sonst noch für Lügen aufgetischt hast. Moment mal, wofür hältst du mich? Hast dir wahrscheinlich gedacht, den Idioten, den kann ich ausnehmen. Traust du mir das wirklich zu? Wie soll ich dir denn je wieder vertrauen? Ja gut, also wenn du das so siehst, dann... Oh, störe ich dich?
Nein, Vater, natürlich nicht. Was ist denn? Ich müsste dich dringend sprechen, aber ich sehe, du bist im Gespräch. Nein, nein, kein Problem. Wir sind fertig. Laura, Sie können gehen. Hier noch in die Stadt. Vielleicht auch in die Disco. Bist du dabei? Nee. Nee, was ist denn das jetzt hier? Er hat's rausbekommen. Wer? Alexander. Er weiß? Dass ich den Arbeitsnachweis gefälscht habe, ja. Wer weiß denn das? Das war so eine blöde Idee und ich mach da mit. Mann, tut mir leid. Ich wollte dir doch nur helfen. Und jetzt? Was ist mit deinem Job? Den darf ich behalten. Hey, das ist doch schon mal was. Und Alexander? Ist natürlich total enttäuscht. Ich verstehe es ja auch. Du hast ihm nicht gesagt, warum? Ja, ich wollte ja, aber er hat überhaupt nicht zugehört. Und dann kam sein Vater rein und... Oh, no. Und? Was hast du jetzt vor? Weiterarbeiten, sonst kriege ich noch mehr Ärger. Hm. Du bist doch Profi genug, mein Sohn. Kannst du dir nicht vorstellen, was für einen positiven Schub eine solche Fusion für unser Hotel bedeuten würde? Klar, sicher. Na, endlich könnten wir die Sanitäranlage renovieren, die Reitstelle vergrößern, genau wie das Restaurant. Na, was denkst du? Wer hat dich auf die Idee gebracht? Wie wer? Das war natürlich meine Idee. Ach, komm schon. Ich bin mit Katharina eine Ewigkeit zusammen und dir kommt die Idee einer Fusion erst jetzt? Nein, aber erst jetzt machst du Nägel mit Köpfen. Es geht mir ein bisschen zu schnell. Ich muss mal drüber schlafen. Wieso hast du ein Problem damit? Das sind doch wunderbare Möglichkeiten, die sich aus deiner Verbindung mit Katharina ergeben. Nein. Ja. Nein, ja, was denn nun? Das sind weitreichende Pläne mit großer Verantwortung. Und was ist so schlimm daran? Verantwortung liegt dir doch. Und Katharina ist die Frau, die du liebst, oder? Ja, natürlich ist sie das. Na, also. In unserem Geschäft müssen wir langfristig planen. Denk mal in Ruhe drüber nach. Das fügt sich doch alles wie von selbst. Mir ist schon klar, was für Vorteile so eine Fusion für unser Hotel haben könnte. Fusion? Hallo, Robert. Was für eine Fusion? Danke. Was hast du denn da Leckeres für uns? Creme Brûlée mit einer Erdbeer-Karamellhaube. Ich wollte eure Meinung hören, bevor ich sie auf die Karte setze. Mmh, ist das gut. Mmh. Aber statt meine Zeit in der Küche zu verschwenden, hätte ich lieber hier sein sollen. Robert, ich wollte es dir später erklären. Ah, verstehe. Ihr wollt mich nicht dabei haben, wenn ihr über so wichtige Geschäfte redet. Und wenn alles entschieden ist, darf ich dann den Nick-Onkel spielen. Ihr, nur mach mal halblang, das ist doch gar nichts verpasst. Ich weiß von der Idee auch erst seit 5 Minuten. Was ist denn los? Nichts, ich suche dieses verdammte Handy. Und deshalb bist du so schlecht gelaunt, dass du mich nicht begrüßt? Das hat nichts mit dir zu tun. Warum bist du so aufgebracht? Na, wegen dieser verdammten Fusion. Fusion? Wieso muss ich immer der Letzte sein, der etwas erfährt, wenn es um wichtige Familienangelegenheiten geht? Es kotzt mich langsam an. Bin ich denn für alle hier nur noch der Depp vom Dienst? Von was für einer Fusion redest du überhaupt? Von unserem Hotel. Mit dem von Katharinas Mutter. Wie bitte? Komm, setzen wir uns kurz. Wenn Katharina und Alexander erstmal eine Familie sind, dann wird er nämlich sowas an wie der General Manager des Unternehmens. Dann kann er noch mehr den stolzen Gockel spielen. Das sind ja interessante Neuigkeiten. Und Werner hat sich diesen Plan ganz alleine ausgedacht? Keine Ahnung, auf wessen Mist das gewachsen ist. Ich weiß nur, dass ich der Letzte bin, der wieder was erfahren hat.
mein Hotel und Inges Hotel. Katharinas Mutter würde als Direktorin doch nicht einfach so zurücktreten. Na, was fragst du mich? Ich hatte keine Zeit, mit Vater und Alexander zu plaudern. Ich hatte zu tun. Ich gehöre in diesem Hotel anscheinend zu den wenigen, die noch arbeiten müssen. Eine Fusion? Sollte nicht ich zuerst gefragt werden, ob ich damit einverstanden bin? Und überhaupt ist das eine Entscheidung, die gesamte Familie tragen muss. Ja, schön, dass wenigstens du das auch so siehst. Wir müssen uns zusammensetzen. Ja, gut, wie ihr wollt. Aber ich muss jetzt zurück in die Küche, sonst geht's da drunter und drüber. Die neue Küchenhilfe taugt auch überhaupt nichts. Ausgezeichnet. Also ganz ausgezeichnet. Die Küche hat sich mal wieder selbst übertroffen. Es war ein wundervolles Essen. Sag das nicht mir, sondern Robert. Beruhigt er sich vielleicht wieder. Ach, das wird schon. Genauso wie es mich freut, dass wir beide uns wieder so gut verstehen und vertrauen können. Ja. Danke sehr. Bitte. Ja, Vertrauen ist das Wichtigste. Danke. Beruflich und privat, vor allem privat. Wenn man der eigenen Familie nicht mehr trauen kann, wem dann? Umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Wie meinst du das? Weil man nur der eigenen Familie trauen kann, sollte man auch beruflich davon profitieren. Du und Katharina, ein perfektes Paar. Das Fundament eines neuen Familienunternehmens. Ich wette, Katharinas Mutter sieht das genauso. Meinst du wirklich? Von mir hält sie ja nicht so viel. Aber in dich ist sie total vernarrt. Und das wundert mich auch nicht. Entschuldigung, ein Gespräch für Sie. Oh, danke. Ja, hallo? Hallo, das ist lustig. Wir haben gerade über dich geredet. Ja. Was? Sprich mal ein bisschen lauter. Ich kann dich nicht hören. Ja, jetzt habe ich dich wieder. Ja, natürlich freue ich mich. Schön. Ja, bis dann. Ciao. War das Katharina? Ja, aus New York. Sie steht schon im Flughafen. Das ist doch wunderbar. Das war's dann wohl. Die meldet sich jetzt erstmal krank. Da wette ich drauf. Sich so anzustellen, wenn ich denke, wie oft mir sowas schon passiert ist. Die packt das nicht, das habe ich gleich gesagt. Soll sie sich doch einen anderen Job suchen, wenn sie die Küchenarbeit nicht verträgt. Ich war von Anfang an gegen ihre Einstellung. Ach. Und jetzt schauen Sie bitte, dass Laura sich beruhigt. Ich? Wieso? Sie sind der Chef. Nee, das ist Weiberkram. Sie wollten die Küchenhilfe, Sie regeln das. Wie? Ja. So, alles fertig. Sie machen den Rest. Denn ich fahre jetzt mit meiner schönen Freundin Marie nach München. Ciao, Jungs. Ciao. Ciao. Ich verstehe nicht, was du dagegen hast. Keiner kennt unser Hotel so gut wie Cora. Respekt, aber ich finde, das ist eine Sache, die erst einmal nur die Familie angeht. Hör zu, ich will mich nicht aufdrängen. Charlotte, sag du was. Ich finde, Alexander hat recht. Fabelhaft. Sag mal, kann es sein, dass diese Übernahmeidee eigentlich von dir kommt? Also, wessen Idee das war, das ist doch jetzt völlig unwichtig. Charlotte, du weißt genau, dass ich bei allem, was ich tue, immer und ausschließlich nur das Wohl der Familie Saalfeld im Sinn habe. Mag sein, meine Liebe. Trotzdem bin ich nicht darüber begeistert, wie die ganze Sache gelaufen ist. Wie meinst du das? Es kann ja wohl nicht sein, dass ich als Letzte von dieser Idee erfahre. Ja, du sagst es. Es ist nur eine Idee und wir reden doch jetzt darüber. Werner, Schatz, darf ich dich darauf hinweisen, dass das Hotel ursprünglich im Besitz meiner Familie war und nicht in deiner? Ja, aber... Aber leider vergisst du das manchmal.
Ich glaube, wir haben Cora ganz vergessen. Wollen wir sie wirklich weiter mit unseren Familiensachen belästigen? Ich sollte vielleicht besser gehen. Ich habe sowieso noch einen Prospekt für die Messe in Berlin zu überarbeiten. Musste das jetzt sein? Dieses ganze Gequatsche von wer hat wen, wann, warum informiert. Die Idee ist wunderbar. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Im Klartext, die Fusion ist eine Idee, die man nicht übers Knie brechen darf. Stimmt. Gut. Dann sollten wir jetzt vielleicht über die Vorteile oder Nachteile, die eine solche Fusion mit sich bringt, reden. In Ordnung. Lass uns reden. Na, endlich. Aber nur, wenn Robert auch dabei ist. Hier. Hab ich dabei. Danke. Wie fühlst du es eigentlich an? Ganze Schimmerei in der Küche. Du machst nur das. Schau dir mal deine Hände an. Verbrüht, alles voller Schramm. Du hast nur an einem Tag. Und Laura, das sind Künstlerhände. Die sind nicht für verkrustete Töpfe und fettiges Fleisch. Du solltest wieder feinste Pralinen machen. So wie damals bei deiner Großmutter. Werde ich schon irgendwann wieder machen. Und wann? Keine Ahnung. Ich weiß, ich kann mehr. Aber im Moment möchte ich am liebsten alles hinschmeißen. Vielleicht nicht verdient, hier als Küchenmarkt zu versauern. Und mir würde echt der Hut hochgehen. Wie kann denn Alexander überhaupt nur zulassen? Hat sich überhaupt was Neues ergeben? Ich meine, mit Alexander. Konntet ihr euch aussprechen? Nee. Du solltest noch mal zu ihm. Ja. Ja, vielleicht. Jetzt gehe ich erstmal zurück in die Küche. Wirklich? Ja. Morgen ist ein neuer Tag, so leicht lasse ich mich dann nicht unterkriegen. Setz dich bitte hin, du machst mich ganz nervös. Wo bleibt der Junge nur? Er kommt schon noch. Typisch. Im Meckern ein Weltmeister. Aber wenn es brennt, lässt er sich Zeit. Robert ist ein verantwortungsbewusster Mensch. Er kommt, wenn seine Arbeit erledigt ist. Das Restaurant hat längst geschlossen. Ist schon fast eine Stunde her, seit ich Alfons zu ihm geschickt habe. Der Junge hätte doch anrufen können, dass er sich verspätet. Was sind das für Manieren? Was ist? Willst du dich etwa auch verdrücken? Ich rufe in der Küche an. Gute Idee. Na, willst du nicht drangehen? Ich kann im Moment nicht. Küche, hallo? Ja, hallo, hier ist Alexander Saalfeld. Laura? Hallo. Ich suche Robert. Wie? Robert? Moment, ich frage mal. Ist Robert noch da? Nein, der ist schon weg. Der macht sich heute einen schönen Abend in München mit meiner Tochter. Hast du es mitbekommen? Er ist mit Marie nach München gefahren? Ja, danke. Also das finde ich ja toll. Robert amüsiert sich in München, während wir hier auf ihn warten. Ich verstehe das nicht. Hat Alfons ihn vorher nicht erreicht? Vielleicht wollte er ja nicht kommen. Ist mal wieder beleidigt. Du bist dir festgeklebt? Ich kann hier Hilfe gebrauchen. Mach mal hier die Platte sauber. Schade. Aber lass uns schon mal anfangen. Wir fragen Robert morgen danach seine Meinung. Ja, das kannst du ja machen. Also, was hast du gegen eine Fusion mit den Klinkerämten? Ich habe nichts gegen die Klinkerämten. Ich mag Inge. Natürlich mag ich Katharina. Was ist denn das Problem? Unser Hotel ist ein Familienbetrieb. Was würde daraus werden, wenn wir nur ein kleines Mitglied in einem so großen Konzern wären? Das ist aber keine feindliche Übernahme. Vielleicht keine feindliche, aber eine Übernahme schon. Wir hätten endlich keine finanziellen Probleme mehr. Könnten das Hotel renovieren. Und einen Golfplatz bauen, ich weiß schon. Ja, zum Beispiel. Aber noch vieles andere mehr. Du brauchst nur sagen, was dir fehlt.
Wäre es nicht ein bisschen gefährlich, das Fell eines Bären zu verteilen, bevor man ihn erlegt hat? Ich hatte anfangs ähnliche Bedenken, aber weißt du, mehr Geld kann auch mehr Unabhängigkeit bedeuten. Da, hör auf deinen Sohn! Aber wäre das keine Belastung für deine zukünftige Familie? Das Geschäftliche wäre nur ein Nebenaspekt. Ich liebe Katharina und das eine wird dem anderen nicht im Wege sein. Na, was macht der Arm? Geht schon. Wir wären immer noch ein Familienbetrieb, nur etwas größer. Ja, und Robert? Was ist mit ihm? Er ist ein Kochkünstler. So ein Riesenbetrieb ist nichts für ihn. Er braucht eine kleine, überschaubare Küche. Siehst du, wenn er jetzt hier wäre, könnte er sich dazu direkt äußern. Ach, jetzt fang doch nicht wieder damit an. Robert hat bestimmt nichts dagegen, wenn er eine neue, chromblitzende Küche bekommt. Und die Küche wäre immer noch klein und überschaubar. Noch einen. Ich auch. Holst du uns was? Du holst uns was. Du bist hier zu Hause. Ich bin zu müde. Du hast mich erschöpft. Und was, wenn ich auf deine Eltern treffe? Ich bin schließlich nur eine kleine Angestellte. Ja, aber eine süße, kleine, niedliche Angestellte. Ich mein's ernst. Ich auch. Ich trau mich nicht. Mach dir keine Sorgen. Um die Zeit ist noch keiner auf. Überredet. Ja! Morgen. Guten Morgen. Entschuldigung, ich dachte nicht, dass Sie schon auf sind. Wenn man älter wird, hält es einem nicht mehr so lange im Bett. Sie sind doch nicht alt. Na ja, aber trotzdem vielen Dank. Na komm, bitte. Es ist alles da. Kaffee, das ist ein Tablett, Orangensaft. Den mag Robert am Morgen besonders gerne. Na, keine Angst, greif zu. Wo bleibt sie denn? Natürlich, dazu ist es doch da. Nimm dir Käse, Wurst, was du magst. Ja, natürlich. Marie, wo bleibst du denn? Ich hab Hunger. Ich hab schon. Morgen, Vater.
Morgen, Robert. Ist da die neue Gastro-Seite dabei? Bitte. Danke. Hat ein neues französisches Restaurant aufgemacht. Da ist ein Bericht drin. Der Koch ist eine Niete. Marie, setz dich. Mein Vater beißt nicht. Hab ich auch schon gesagt. Na, wusste ich doch. Mein Einstieg in diesem Hotel war nicht gerade eine Meisterleistung. Es kann also heute nur besser werden. Ich muss Alexander einfach um ein Gespräch bitten. Ich bin doch keine Betrügerin. Das darf nicht zwischen uns stehen. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, das kann doch nicht nur ein Traum gewesen sein. Du solltest was essen. Ich habe keinen Hunger. Aber du hast mir doch selber gesagt, du hast noch nicht gefrühstückt. Mama, bitte lass es. Es ist aber besser, wenn man was isst, wenn man sich die ganze Nacht rumgetrieben hat. Mama, ich bin volljährig. Ja, dann benimm dich auch so. Ich habe mich nicht rumgetrieben, sondern war mit Robert unterwegs. Und hast bei ihm geschlafen. Hast du denn überhaupt keinen Stolz? Weißt du, was mich am meisten wurmt? Dass er dich überhaupt nicht so liebt, wie du es verdienst. Er spielt doch nur mit dir. Quatsch. Wenn ein hübsches Mädchen braucht zum Ausgehen oder für eine Party, dann bist du gut genug. Und ansonsten beachtet er dich gar nicht. Robert liebt mich. Das weiß ich ganz genau. Marie, ich will dich doch nicht ärgern. Ich will nur, dass du nicht in dein Unglück läufst, Mädchen. Mach dir mal keine Sorgen. Ich habe mein Leben schon im Griff. So, danach sieht's aber im Augenblick nicht aus. Mir fehlt nur ein bisschen Schlaf, das ist alles. Du solltest dir ein Beispiel an Laura nehmen. Das scheint ein nettes, anständiges Mädchen zu sein. Bitte, Laura? Ich dachte, du kannst sie nicht ausstehen. Oh, ich hab meine Meinung eben geändert. In der letzten Zeit gibt sie sich sehr viel Mühe. Gestern noch hast du gesagt, dass sie es nie schaffen wird. Ich hab mich eben geirrt. Und was hat das mit mir zu tun? Na, die würde sich sicher nicht mit einem der Saalfelds einlassen. Blume. Natürlich machen wir doch, Alexander. So ein richtig schöner großer Sommerstrauß. Möchten Sie irgendwelche bestimmten Blumen? Nein, nicht unbedingt. Doch, ich hätte gern Sonnenblumen. Okay, und welchen Namen soll ich auf die Karte schreiben? Was ist das denn für eine Frage? Katharina natürlich. Selbstverständlich. Entschuldigung. Ja? Könnte ich Sie einen Moment sprechen? Was ist denn? Wenn es geht, unter vier Augen. Ja, bitte dann. In mein Büro, bitte. Das ist bestimmt wegen dem Arbeitsvertrag. Entschuldige, dass ich dich störe, aber ich muss noch mal mit dir reden. Worüber noch? Ich kann verstehen, dass du enttäuscht von mir bist, aber ich muss noch was klarstellen. Ich bin keine Betrügerin. Ja. War die Fälschung vielleicht kein Betrug? Doch. Dass ich dieses Arbeitszeugnis gefälscht habe, das war nicht richtig. Ja, allerdings. Aber du kannst mich doch deshalb nicht so abstempeln. Ich bin keine Betrügerin, die dich ausnehmen will. Ja, vielleicht hast du recht, aber letztendlich ist das jetzt sowieso egal. Verstehe ich nicht. Es interessiert mich nicht mehr. Was heißt es? Meinst du mich? Ich interessiere dich nicht mehr. Das glaube ich dir nicht. Ich bin dir nicht so egal. Was du glaubst oder nicht, das ist dein Problem.
Du hast doch gesagt, dass du das Gefühl hast, mich schon ewig zu kennen. Dass eine Vertrautheit zwischen uns ist. Ja, ein Vertrauen, das du gründlich missbraucht hast. Bin ich dir plötzlich so fremd? Ja. Nein. So würde ich das nicht sagen. Hör zu, ich verschwinde aus deinem Leben. Sofort, auf der Stelle. Aber ich will, dass du mir ins Gesicht sagst, dass die Gemeinsamkeiten, die wir festgestellt haben, seit unserem ersten Treffen, dass das eine Illusion war. Und dass diese Gefühle, diese Innigkeit zwischen uns, dass ich mir das alles eingebildet habe. Sag mir die Wahrheit. Habe ich das alles nur geträumt? Das war gestern Abend keine Meisterleistung von dir, weißt du das? Was denn? Alfons hat dich von unserer Besprechung unterrichtet. Und du? Du amüsierst dich mit Marie in München. Von wegen amüsiert? Der Film war grauenhaft. Wir wollten gemeinsam über diese Fusionsgeschichte sprechen und du fehlst. Wir hätten deine Meinung zu der Sache gerne gehört. Wirklich? Natürlich. So stand ich mit meinen Bedenken ganz allein auf weiter Flur. Tut mir leid. Mir war irgendwie nicht klar, dass ihr gestern Abend schon darüber reden wolltet. Weil du einfach nicht zuhörst. Und dich nicht wirklich für Familiendinge interessierst. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Du meinst zwar immer, wir würden dich ausschließen, aber eigentlich schließt du uns aus deinem Leben aus. Du denkst immer nur an dich. Guck mal, zwischen Werner und Alexander läuft auch nicht immer alles glatt. Aber wenn sie Probleme haben, dann sprechen sie miteinander. Sie überlegen, was sie falsch gemacht haben und geben nicht einfach dem anderen die Schuld an allem. Hm. Gut, ja, ich hab verstanden. Am nächsten großen Familienrat bin ich dabei. Robert, was ich meine ist, jetzt, wo sich geschäftlich vieles ändern wird, da müssen wir unbedingt zusammenhalten. Als Familie. Bitte sieh mir in die Augen. Alexander, ich habe mich bei dir entschuldigt. Bitte verzeih mir. Du wirst mich also nicht ausnehmen, mein Geld davonlaufen? Nein, du Idiot. Du kannst dein blödes Geld behalten. Was ich für dich empfinde, das ist echt. Mir geht's ja auch nicht anders. Entschuldigen Sie die Störung. Ihr Besuch fährt gerade vor. Mein was? Ach so. Ja, bitte, ich komme gleich. Wir reden später weiter. Läuft doch alles hervorragend. Möchtest du auch ein Prosecco? Nicht vor 17 Uhr. Meine goldene Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir müssen anstoßen, sonst bringt es kein Glück. Du schaffst es immer wieder. Es war übrigens gar nicht so leicht, Charlotte und Alexander meine Idee zu verkaufen. Deine Idee? Okay. Charlotte ist noch nicht ganz überzeugt, aber eigentlich hat sie keine Argumente mehr gegen die Fusion. Und Alexander, was hält der von deiner Idee? Ja, der hat am Anfang auch gezögert, aber jetzt ist er begeistert. Gut gemacht. Ja, der erste Schritt ist getan. Jetzt müssen wir nur noch bei Inge Klinker-Emden vorführen. Mal sehen, wie sie zu der Sache steht. Das machen wir später. Jetzt ist erstmal Schluss mit dem Gerede. Einverstanden.
Es war schon ein komisches Gefühl heute Morgen. Auf einmal sitzt sein Vater am Tisch. Er wohnt da. Natürlich, klar. Aber trotzdem. Ich war ja fast nackt. Ich hatte nur dein Hemd an. Na und? Ich kam mir so ertappt vor. Schließlich wusste er in dem Moment, dass ich bei dir geschlafen habe. Wo ist das Problem? War dir das nicht irgendwie peinlich? Ich kam mir vor wie irgend so ein Mädchen. Ach, glaub nicht, dass es ihn gestört hat. Also meine Eltern wären ganz schön geschockt. Angenommen, du wärst bei mir aus dem Zimmer gekommen. Schau dir mal das Haus an. Wunderschön. Ich kenne die Familie, die früher hier gewohnt hat. Ihr Sohn war ein Freund von mir. Als Kinder haben wir oft zusammen gespielt. Wie hießen die nochmal? Peter oder Hans? Auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie toll ich das Haus fand. Viel gemütlicher und netter als unsere Wohnung im Hotel. Ich finde die aber auch hübsch. Hübsch. Hm? Hübsch. Hm? Hübsch. Ja. Auf jeden Fall viel zu groß. Ich habe es da drin noch nie gemocht. Jetzt immer noch nicht? Jetzt erst recht nicht. Aber das liegt weniger an der Wohnung als an meiner Familie. Was ist denn los? Ich weiß nicht. Die gehen mir auf die Nerven. Ich kann die nicht mehr ausstehen. Am liebsten würde ich ausziehen. Hat der Herr Saalfeld bestellt. Junge Dame? Ja. Müssten Sie nicht allmählich Ihren Dienst in der Küche antreten? Ja, bin schon weg. Frau Klinker-Emden, grüß Sie Gott. Hallo, geht's Ihnen Alfons. Gut? Ja, wunderbar. Das danke. Freut mich. Das sind ja meine Lieblingsblumen. Du denkst wirklich an alles. Danke, Alexander. Ich liebe dich. Warum hast du mir nichts von Katharina erzählt? Warum sollte ich? Ich dachte, du meinst es ehrlich mit mir. Beim Thema Ehrlichkeit ist bei dir doch auch einiges im Argen, oder? Okay, du hast mich belogen, ich habe dir was verschwiegen, damit sind wir quitt, oder? Das kannst du doch überhaupt nicht vergleichen. Ich habe einen Fehler gemacht, das stimmt. Du hast mit meinen Gefühlen gespielt. Das ist bloß in dich gefahren. Wieso? Was meinst du? Was ich meine? Deine bescheuerte Idee, dass wir zusammenziehen. Ich bedachte ich... Hast du deinen Verstand auch nur eine Sekunde eingeschaltet, meiner Mutter brühwarm von deinen Plänen zu erzählen, ohne mich vorher einzuweihen? Es sollte ja eine Überraschung sein. Oh ja, prima, die ist dir wirklich gelungen. Ich stand da wie der letzte Idiot, als meine Mutter damit ankam.